Erdbeben. Sie können überall vorkommen. Manchmal sind sie kaum spürbar. Manchmal bringen sie unglaubliche Zerstörung mit sich. Menschen werden verletzt, verlieren ihr Zuhause und im schlimmsten Fall sogar ihr Leben. Für eine Warnung bleibt meistens keine Zeit. Wie Erdbeben entstehen, weiß die Erdbebenforschung. Auch warum manche Gebiete häufiger und heftiger betroffen sind als andere. Doch berechenbar sind Erdbeben nicht. Auch in Europa können wir uns nicht in Sicherheit wiegen. So zerstörte am 6. April 2009 das Beben von L'Aquila ein ganzes Gebiet in Oberitalien. 308 Menschen kamen ums Leben, 67.000 wurden obdachlos und es entstanden Schäden in Milliardenhöhe. Solche Naturkatastrophen bringen Zerstörung und unfassbares Leid. Was bleibt, ist Verzweiflung und Wut. Warum haben Wissenschaft und Technik versagt? Im Oktober 2012 verurteilte ein Gericht in L'Aquila Wissenschaftler zu je 6 Jahren Gefängnis, weil sie nicht vor dem Beben gewarnt hatten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Vor allem unter Wissenschaftlern sorgte das Urteil weltweit für Empörung. Das Urteil hat mich sehr schockiert. Wieso ist es nicht möglich, ein Erdbeben vorherzusagen? Wir haben heutzutage Messmethoden an der Oberfläche, wo wir sagen, wo ist das Erdbeben passiert, in welcher Tiefe ist es passiert und auch wenn es passiert ist. Das sind aber alles Informationen, die wir erst im Nachhinein gewinnen vom Erdbeben. Und was wir eigentlich brauchten, wären Informationen im Vornherein, wo wir sagen können, da passiert es, in dieser Tiefe passiert es und dann passiert es. Das wäre die Information, die wir brauchen, um einen wirksamen Schutz der Bevölkerung machen zu können. Das können wir heutzutage aber nicht. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir Zeit und Geld investieren in die Forschung, dass wir besser verstehen, wie werden die Erdbeben überhaupt generiert. Was sind die Prozesse, die dabei spielen? Die Oberfläche der Erde ändert sich seit deren Entstehung vor 4,5 Milliarden Jahren ständig. Enorme Energien aus dem Erdinnern bewirken die Bewegung der Erdplatten. Die Gletscher der Eiszeit sowie Wasser, Wind und Wetter haben die heute sichtbaren, vielfältigen Geländeformen geschaffen. So wurde unsere Erde modelliert. So entstehen Gebirgsketten über Millionen von Jahren hinweg. Grund für diese Veränderung der Erdoberfläche sind riesige Platten, die sich aufeinander zubewegen und kollidieren. Wie hier das Beispiel Indien und Asien. Messstationen an der Oberfläche, sogenannte Seismometer, können den Zeitpunkt, den Ort sowie die Tiefe eines Erdbebens messen. Die so gesammelten Daten werden weltweit ausgetauscht. Die Schweiz weist im europäischen Vergleich eine mittlere Erdbebengefährdung auf. Hier sehen wir die Vorkommnisse während einer Zeitspanne von jeweils 10 Jahren. Dabei sieht man, dass gewisse Gebiete stärker betroffen sind als andere. In Basel, Graubünden, der Zentralschweiz, dem Wallis und im St. Galler Rheintal bebt die Erde öfter als anderswo im Land. Der Schweizerische Nationalfonds unterstützt ein interdisziplinäres Forschungsprojekt der Universität Bern und der ETH Zürich, das die Auslöserprozesse von Erdbeben studiert. Marco Herweg und 2 seiner Doktoranden sind heute in den Glarner Alpen unterwegs. In dieser Gegend gibt es für das Forscherteam Sensationelles zu sehen. Hier lässt sich der Gebirgsbildungsprozess besonders gut nachvollziehen. Und der messerscharfe Schnitt in der Bergkulisse macht ihn sogar für Laien anschaulich. Die Glarner Hauptüberschiebung, ein Gebirge, knapp 330 Quadratkilometer groß, zieht sich von Flims bis zum Sentis und gilt als geologische Sensation. 2008 wurde dieses außergewöhnliche Phänomen sogar zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt. Selten ist ein Prozess so gut sichtbar. Für unsere Wissenschaftler ein wahres Forschungs-Eldorado. Die über 200-jährige Forschungsgeschichte wurde geprägt von vielfältigen Meinungen und kontroversen Interpretationen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aufschluss, historisch gesehen. Was man hier sieht, ist im oberen Teil dieses Aufschlusses, das ist der sogenannte Verrucano. Das ist ein altes Gestein. Und das alte Gestein liegt auf einem Gestein, das heisst Fleisch. Und der Fleisch, der ist viel jünger als der Verrucano. Und die grosse Frage ist, wie ist das passiert? Dieser Frage lässt sich hier an der Lochsied im Glarnerland besonders gut nachgehen. Und dies nicht nur für die Profis. Im Geopark Sardona gehen auch Hobbygeologen und interessierte Wanderer gerne auf Forschungsexpedition. Vor 200 Jahren, als die ersten Geologen sind hergekommen, ist ihnen Folgendes aufgefallen. Das ist der gerade Strich. Und der gerade Strich hier ist ca. 40 Meter lang an dieser Lochseite. Den findet man aber nicht nur hier an diesem Aufschluss, sondern der geht von hier bis ins Bündnerland auf Flims. Da ist so viel Bewegung drin, dass diese Verbindung überall gekappt wurde. Das macht's aber. Für junge Forscher ist diese Felswand eine spannende Herausforderung. Mit den heutigen Mess- und Analysemethoden können sie herausfinden, ob und wann hier in den letzten Jahrmillionen Erdbeben stattfanden. Das Müsterli ist jetzt ein Ausschnitt, den ich genau unterhalb dieser messerscharfen Linie genommen habe. Und das zweite, das ich hier habe, das wäre eins, das genau oberhalb ist. Also man sieht, sie sind schon auf den ersten Blick ein bisschen verschieden, rein farblich, aber trotzdem eigentlich relativ ähnlich. Und all die einzelnen kleinen Bändchen, die man hier sieht, das sind alles einzelne Adern. Also einzelne Bereiche, wo sich mal ein Bruch gebildet hat. Und in diesem Bruch ist nachher eine mineralische Substanz ausgefällt worden. Und in einem zweiten Schritt ist das Ganze nachher, man sieht es am Gestein eigentlich schon, verknettet worden. Nur selten ist dieser Prozess so anschaulich und gut dokumentiert wie hier an der Lochsied. Die 30 cm hier, das ist der Horizont, auf dem das Ganze nach Norden glitten ist, überschoben worden ist. Und in diesem kleinen Horizont da stecken 40 bis 50 km Bewegung von Süden nach Norden. Die 40 bis 50 km hatten ca. 10 Millionen Jahre Zeit für die Bewegung. Diese ganze Gegend in den Glarner Alpen ist schon lange ein beliebtes Forschungsgebiet für Geologen aus der ganzen Welt. Oberhalb von Elm, am idyllisch gelegenen Stausee Garichti, auch Mettmensee genannt, befindet sich ein weiteres aufschlussreiches Forschungsobjekt. Die 50 Meter breite Kerpfbrücke ist ein weiterer, für Geologen, spektakulärer Ort in den Alpen. Hier ist die nächste Station der Forschergruppe. Bei Hochwasser räumt der Fluss das Geröll in der Kerpfbrücke kontinuierlich aus. Dank dieser natürlichen Erosion können die Geologen eins zu eins studieren, was hier in den letzten Jahrmillionen passiert ist. Es entsteht ein dreidimensionaler Einblick mit frischen, unverwitterten Felswänden, was einzigartig ist und den Forschern fantastische Möglichkeiten bietet, die Strukturen in 3D zu studieren. Die Natur bietet Marco Herwegs Doktoranden gute und sichere Möglichkeiten, um ein Abseilen an diesem steilen Hang zu wagen. Ähnliche Prozesse, wie hier stattgefunden haben, finden überall in allen Gebirgen statt. Also überall, wo wir fleischartige Sedimente haben und die werden überfahren von diesen Kalkpaketen, sieht man genau das Gleiche. Darum ist das, was wir hier studieren können, gibt wichtige Rückschlüsse auf die anderen Gebirge, die sonst entstehen auf der Welt. Auch an dieser unverwitterten Felswand, nicht nur in der Felshöhle selber, lassen sich 10 Millionen Jahre im Detail studieren. Das ermöglicht es den Forschern, anschließend bestimmen zu können, was wann geschehen ist.
Das macht diesen Ort so einzigartig. Die Forschergruppe will heute möglichst viele Steinproben an verschiedenen Stellen entnehmen. Sie notieren die Stellen der einzelnen Gesteinsentnahmen ganz genau, denn sie brauchen diese Angaben für spätere Analysen im Labor. Nur wenige Gebiete in den Bergen zeigen so einzigartige Einblicke und gewähren den Wissenschaftlern Möglichkeiten, die Bewegungsstrukturen der Erde zu erforschen und besser zu verstehen. Ich habe versucht, alle 40 cm eine Kalkprobe zu nehmen. Eine kalkige Probe, muss ich sagen. Ich werde nachher anhand dieser Probe chemische Messungen machen, sogenannte Isotopenmessungen, und schauen, wie sich der Kalk chemisch über das Profil, das ich genommen habe, verändert. Trüb und nass ist es am nächsten Morgen. Der Nebel hängt bis tief ins Tal. Die imposanten Glarner Berge sind kaum sichtbar. Gut für die drei Geologen, die Stunden zu nutzen und erste Bilder vom Vortag anzuschauen. Strukturen, wie die aufgebaut sind. Wie ist es das, wenn wir jetzt hier unten beim Fleisch noch die Adernknochen anschauen? Was über Millionen Jahre entstanden ist, kann heute in vergleichsweise kurzer Zeit ausgewertet werden. Und dank moderner Computertechnologie geht das sogar direkt am Berg. Das wird ganz gut, wenn wir das analysieren. Dann sehen wir genau, ob wir da Sprünge haben in den Daten. Zurück an der Universität in Bern macht sich Doktorand Thomas Buckingham an die Auswertung der Gesteinsproben. Ich habe jetzt all die Proben vor mir, die ich an der Kerfbrücke in dieser Felswand genommen habe. Der nächste Arbeitsschritt ist, dass ich die einzelnen Proben genau anschaue, wie zum Beispiel die, die ich auf 8,8 Meter Höhe genommen habe. Ich suche mir Stellen, die frisch sind an diesem Gestein, die ich beproben kann, also unverwitterte Stellen, und tue sie mit einem Zahnarztbohr so bearbeiten, dass ich hier die Chemie von dem Gestein bestimmen kann. Für das braucht es nur ganz, ganz kleine Probemengen. Die Fluide, also die Flüssigkeit in diesen Gesteinen zu messen, ist für uns ganz wichtig, weil es gibt uns eine ganz spezifische Signatur für das Gestein. Das heisst, wir können auch Fluidgeschichten analysieren. Also wir können schauen, wie sich die Fluide über die Zeit verändert haben, wenn wir genau beobachten. Und das im Zusammenhang mit den Strukturen, die wir in den Steinen sehen, anschauen. Die Fluide, die kommen von irgendwo. Die kommen in dem Fall von der Kerfbrücke vermutlich von unten rauf. Die können sich dort in der Glarner Hauptüberschiebung sich die ansammeln und einen Druck aufbauen. Und wenn der Druck, der Gesteinsdruck, übertrifft, dann kann das zu Erdbeben führen, also zu kleinen Explosionen im Gestein. Professor Herwig und sein Doktorand schauen sich gespannt die Bilder der Felswand und der Höhle noch genauer an. Schau das genau an. Wie würdest du das einschätzen? Ist das, jetzt, das sind wahrscheinlich hier zwei, drei verschiedene Adergenerationen, wo die eine sogar schon wieder rekristallisiert ist. Ich denke, das ist genau so. Die grosse, das ist die älteste, die wahrscheinlich so um die 20 Millionen Jahre entstanden ist. Dann haben wir das zähflüssige Fliessen, das das noch überprägt nach dem Erdbeben. Was wir versuchen zu verstehen, ist, wie das Gestein sich deformiert hat. Es gibt Deformationen, die passieren sehr langsam. Die Bewegung dieser Decken zum Beispiel, die passiert langsam über Jahrmillionen. Das sind im Jahr vielleicht ein paar Millimeter, wenige Zentimeter. Und das sind die zähflüssigen, die duktilen Deformationen, wo das Gestein wirklich zerschert, fließt eigentlich. Und demgegenüber haben wir aber auch Deformationsprozesse, die sehr, sehr schnell passieren, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Und das sind dann, wenn das Gestein eben bricht, sehr schnell bricht, und das ist genau dann, wenn unsere Erdbeben passieren. Und was wir jetzt versuchen, da herauszufinden, ist, was sind Indikatoren für die langsamen, zähflüssigen Bewegungen, was sind Indikatoren für die schnellen, erdbebenbezogenen Bewegungen und wie wechseln die sich mit der Zeit ab? Was sind das für Zyklen zwischen dem Fliessen und dem Spröd deformieren? Nicht nur Berge, auch Seen sind Zeugen der seismischen Vergangenheit. Für einen Tag wechselt Marco Herwig daher den Schauplatz
und begibt sich auf ein Forschungsschiff auf dem Bodensee. Sein Kollege Flavio Anselmetti von der Universität Bern hat ihn eingeladen, bei Vermessungen des Seebodens dabei zu sein. Unter der Führung des Seeforschungsinstituts in Langenargen läuft ein interregionales Projekt zum Thema Gewässerschutz, das unter anderem von der EU finanziert wird. Beteiligt sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die gesammelten Daten und Resultate stehen allen drei Ländern zur Verfügung. Genutzt werden sie für diverse Forschungsprojekte. Wenn der Marco in den Bergen einen Bruch sieht, kann er nicht genau sagen, wann sich der bewegt hat. Die, die er findet in den Alpen, die sind ja schon vor viel längerer Zeit passiert. Was wir jetzt hier im See selber schauen, also dass die Seesedimente sind für uns Archiv für die Erdbeben, die sagen wir, in den letzten 15.000 Jahren sich abgespielt haben. Das heisst, wir haben ein bisschen kürzere Betrachtungsweise, wir schauen also eine kürzere Periode an, können aber dafür sehr genau sagen, wann die Erdbeben stattgefunden haben. Und von dem her ergänzt sich das schön mit seinen Studien in den Alpen, die eigentlich so ein bisschen prozessorientiert sind, weil das Erdbeben passiert eigentlich weit unter uns, kilometerweit unter uns. Und an der Oberfläche hier erwarten wir eigentlich, dass gewisse Bewegungen, die eigentlich unten ausgelöst werden, bis an die Seeoberfläche würden durchschlagen. Dank der finanziellen Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds hat das internationale Team des Forschungsschiffs auch Zugriff auf ein spezielles Gerät mit modernster Vermessungstechnik. Das Gerät, das wir hier eigentlich im Bug montiert haben, ist ein sogenanntes Fächer-Echolot. Das heisst, es funktioniert mit Schallwellen, die fächerartig ausgestrahlt werden. Es sind bis zu 400 Strahlen, die wir, sagen wir, zweimal in der Sekunde losschicken können und auch wieder empfangen. Und durch das haben wir eigentlich die Möglichkeit, ganz präzise, ganz detailliert den Seeboden zu vermessen. Diese Seesedimente sind wie ein Archiv aller Erdbeben, die sich in den letzten 15.000 Jahren ereignet haben. So finden wir eigentlich die Bruchflächen oder die potenziellen Bruchflächen, die sich bei Erdbeben könnten bewegen. Die müssen wir eigentlich am Seeboden sehen, weil wenn es die Brüche gibt, dann versetzen die eigentlich den Seeboden. Und weil es im See eigentlich wahnsinnig ruhig ist und das vielleicht vor ein paar tausend Jahren passiert ist, erwarte ich, dass man vielleicht noch eine Spur, den Versatz noch weiterhin würde am Seeboden finden. Durch diese Kabel können wir all die Sensoren von Beschleunigung, von Tiefe, von Schallwellengeschwindigkeit, können wir durch diese Kabel laufen und die werden ins Herz vom System geführt, ins Innere vom Schiff. Und nachher können wir oben auf der Brücke können wir dann die Daten anschauen, live sozusagen. Mit den tektonischen Expertisen aus den Alpen und den Bildern vom Seeboden hoffen die Forscher, besser zu verstehen, wie und warum Erdbeben entstehen. Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel für interdisziplinäre Forschungsarbeit zwischen den verschiedenen Ländern. Spannend hier, das ist ein Einblick. Normalerweise sieht man so ein Endprodukt, die Morphologie von dieser Oberflächenstruktur. Und jetzt hier zu sehen, wie das zustande kommt, die vielen verschiedenen technischen Komponenten, wie die müssen zusammenspielen, die müssen zusammenspielen mit dem Kapitän, mit den Wissenschaftlern hier. Das ist schon sehr eindrücklich, das zu sehen. Gerade die zeitliche Komponente, die man hier herausschaffen kann, ist etwas, was man bei den Festgesteinen nicht machen könnte. Und darum bekommen wir hier ein Zeitfenster präsentiert, das man sonst gar nicht gewinnen könnte. Super. Weil in der Mitte geht das dann so schnell. Also, Das ist viel enger zusammen und einfach auch in der langsamen Geschwindigkeit. Ne? Gestern hier, das war der Teil, den wir gestern gefahren sind. Das war etwa ein halber Tag. Also was wir jetzt auf dem Schirm sehen, ist im oberen Teil eigentlich die Daten, die wir gerade sammeln. Das ist schon ein Boden, ein farbkodiertes Bild von der Tiefe vom See, wo wir drüber fahren. Das Schiff befindet sich hier. Und man sieht eigentlich jetzt die Breite von dem Streifen, wo wir eigentlich abfahren und sozusagen die tiefen Daten sammeln. Wir haben vorne ein Gerät, das misst die Schallgeschwindigkeit direkt an der Wasseroberfläche, dort, wo sich das Gerät befindet, mit dem wir messen. Wir müssen aber auch wissen, wie sich die Schallgeschwindigkeit im ganzen Wasserprofil ändert. Und deswegen messen wir die ganze Zeit an der Wasseroberfläche und in regelmäßigen Abständen nehmen wir ein Tiefenprofil. Und dafür brauchte ich die Sonde vorher. Sobald ich die ins Wasser hänge, ist die aktiv und dann misst sie allen halben Meter die Schallgeschwindigkeit. Und anschließend lade ich das in das Programm und damit kann unser Messgerät, unser Echosounder berechnen, wie sich der Schall im Wasser verhält.
Leute oben arbeiten schon, es gibt neue Einsichten und da kann man sicher spannende Sachen dann verknüpfen, wo ich vielleicht zum Teil noch gar nicht dran gedacht habe. Wird es in ferner Zukunft sogar möglich sein, dass Forscher auf kommende Erdbeben hinweisen können? Das wäre ein wahrer Durchbruch und ist schlussendlich auch das Ziel solcher Forschungsarbeiten. Mit dem besseren Prozessverständnis können wir vielleicht dann mit den seismischen Daten der heutigen Erdbeben besser verstehen, was in der Tiefe passiert, und können das vielleicht auch besser vorhersagen, dann irgendwann mal, wenn die Erdbeben passieren. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die aktuelle Geothermiebohrung, die wir ja in St. Gallen hatten. Dort hat man eine Tiefenbohrung gemacht, man hat Probleme bekommen, man hat Flüssigkeiten in die Tiefe gepumpt und ein paar Kilometer weg vom Bohrplatz in Herisau ist dann ein Erdbeben auftreten. Das zeigt Schwierigkeiten. Obwohl man am einen Ort etwas macht, passiert eigentlich das künstliche Erdbeben in dem Fall an einem total anderen Ort und man hat gar nicht damit gerechnet. Und das zeigt die Schwierigkeit, oder, wie die Prozesse sich in der Tiefe fortsetzen, die Spannungen fortsetzen. Und diese Information, die müssen wir kennen, damit wir besser vorhersagen können, wo in Zukunft Erdbeben werden passieren.